Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Dem einen oder anderen wird dieses Gebäude vielleicht noch bekannt vorkommen. Es ist unser altes Firmengebäude, bevor wir 2019 in die Robert-Bosch-Straße 5a umgezogen sind. Jetzt sind wir aber wieder in der Robert-Bosch-Straße 12. Und das ist, wie gesagt, unser altes Waffengeschäft hier im Hintergrund. Und wir haben uns überlegt, da sehr viele Zuschriften kamen, warum wir keinen Ausstellungsraum haben und warum man unsere Produktion nicht besichtigen kann. Der Grund ist ganz einfach. Wir sind ein reiner Fertigungsbetrieb. Wir haben einfach nicht die Kapazitäten bis jetzt frei gehabt, um euch irgendwie eine Möglichkeit zu geben, unsere Waffen anzuschauen. Ja, hier und da auf einer Messe war das natürlich möglich, aber jetzt ist es so, dass wir unser altes Waffengeschäft wieder herrichten werden und daraus einen Werksverkauf und einen Ausstellungsraum machen werden. Also lasst uns mal reingehen und wir schauen uns mal das alte Gebäude an. Es muss ein bisschen renoviert werden und ja, kommt einfach mal mit, wir schauen uns die Sache nochmal an. Das ist unser altes Waffengeschäft, das sind 90 Quadratmeter. Es ist ein bisschen in die Jahre gekommen, wir werden jetzt ein bisschen aufräumen müssen und das Ganze wieder in Ordnung bringen. Bis jetzt haben wir tatsächlich unseren Messestand hier zwischengelagert. Hier hinten ist unser alter Verkaufstresen. Sehr schön, großräumig, wie das so sein muss. Und hier haben wir unseren Langwaffenbereich gehabt. Und für Kurzwaffen, die waren sowieso immer im Tresorraum, der natürlich auch hier ist, weggeschlossen. Und wir hatten hier ein bisschen Jagdklamotten und so weiter. Wir werden das Ganze jetzt einmal ein bisschen aufpimpen, aufhübschen, vielleicht auch neu anstreichen. Und in Zukunft werden wir hier eine Kaffeemaschine und diese alte Werkstatt wird abgeklebt mit einer schönen Fahne, mit ein bisschen Deko. Wir werden auch hier auf jeden Fall irgendwie ein paar Merchandise-Sachen anbieten. Ihr werdet hier Pistolentaschen und so weiter oder Revolvertaschen, was natürlich mehr zu uns passt. Alles das wird hier verkauft werden. Wenn ihr mal rumschaut, das ist mein alter Tresorraum. Hier hat quasi alles begonnen. Das ist hier alles perfekt abgesichert noch. Es muss nur mal mit frischen Batterien versehen werden. Und ja, hier ist mein altes Büro. Sieht natürlich ein bisschen unaufgeräumt aus. Ne? Es ist so ein bisschen alles in die Jahre gekommen und als Abstellraum genutzt worden. Und oh, was sehe ich hier? Das ist interessant. Da wir ja jetzt ausschließlich unsere eigenen Revolver bauen, das ist mein allererster Revolver, den ich gebaut habe. Den habe ich damals mit einem guten Freund aus Friedrichsthal, der Firma Waffenheinz, also dem Hubert Heinz, zusammengebaut. Der hat mich damals eingewiesen in die Revolverbaukünste vom Club 30. Und so ist die ganze Sache damals gestartet. Und wenn wir hier weitergehen, dann kommt der Durcheinander noch mehr. Es wird immer schlimmer. Oh Gott, ich muss hier dringend aufräumen. Das ist meine alte Werkstatt. Also hier haben tatsächlich die Maschinen und auch die Werkbänke gestanden. Man kann sich das gar nicht mehr vorstellen. Es wird hier wirklich Zeit, mal ein bisschen aufzuräumen. Oh, auch interessant. Wer mich schon lange kennt, der weiß, ich hatte mal wirklich lange Haare. Doch, das sind meine langen Haare, Mann. Das sind meine Haare. Das ist mein Zopf. Den habe ich damals abgeschnitten, als meine Tochter, also mein zweites Kind, auf die Welt kam. Habe ich beschlossen, meine Tochter soll lange Haare haben und ich als Kerl brauche keine langen Haare mehr. Ja, hier hat wirklich alles angefangen. 2004 habe ich den Meister gemacht und 2005 haben wir hier unser Waffengeschäft eröffnet. Sowas. Wie kommt ihr richtig jetzt hier hin? Das Ding ist nicht immer offen, sondern ihr müsst bei uns auf der Homepage, und ich sage es bitte nochmal, ausschließlich über die Homepage die Termine buchen. Wir haben auf unserer Homepage ein Terminbuchungssystem aufgesetzt. Und ihr werdet dort die Möglichkeit haben, jeden Freitag von 14 bis 16 Uhr euch einen 30-minütigen Slot zu buchen. Das Ganze funktioniert eben so. Ihr geht bei uns auf die Homepage, geht in diesen Buchungsbereich, gebt dort euren Namen und eure E-Mail-Adresse an und das System blockt automatisch für euch den Termin und setzt euch eine Bestätigungsmail und schickt auch uns eine Bestätigungsmail zu. Ja, wenn euch gefällt, was wir hier vorhaben, dann schreibt uns in die Kommentare, was ihr hier gerne noch sehen wollt. Und nicht vergessen, wenn euch generell gefällt, was wir hier machen, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke.